Hi, grüß euch. Ja, ich habe mich ja ganz schön verhaspelt, um euch eine ganz simple Sache oder mir, um mir selbst eine ganz simple Sache klarzumachen. Natürlich ist das Ziel, anschließend eine absolut kristallklare Energie zu haben, in der wirklich nicht ein Jota verunreinigt, wo nichts ist, was verunreinigt. Aber um das zu erreichen, ist immer Bewegung im Spiel. Ich meine, wir kennen ja stehende Gewässer. Wenn ein stehendes Gewässer da steht, wird es irgendwann stinken. Also, nee, das muss schon immer irgendwie mit frischem zugeführt werden, ohne dass es sich im geringsten bewegt. Also erkennbar bewegt. Und dafür brauchen wir natürlich auch das wirklich helles Licht, damit wir das überhaupt sicherstellen können, damit wir überhaupt wissen, was wir nun genau da nun genau treiben. Das Licht ist stellvertretend dafür, dass wir was sehen können, aber eigentlich müssen wir das, wir müssen doch in dem Sinne gar nicht sehen, es reicht, dass wir spüren, wir haben doch immer Emotionen. Also selbst wenn jemand nicht sehen könnte, weil er blind ist oder so etwas, denn da unten, es geht doch einfach um die Emotionen, die ihn andauernd bewegen. Und das Beispiel haben wir ja auch vor Augen. Denn hier auf der Welt ist es ja auch vorhanden. Denn von unseren Frackträgern am Südpol hast du bestimmt schon mal gehört. Und du weißt auch, dass die sich, also immer dann, wenn das Ei nun gelegt ist und jetzt hat dann das Männchen das Ei und wirft dann seine Bauchdecke drüber, dass das auch schön warm bleibt, dann finden sie sich auch alle in einem Pulk zusammen. Und alles rückt da ganz, ganz, ganz eng zusammen, aber nicht zu eng. Denn so ein Kaiserpinguin hat ja nun ein Gefieder und das darf nicht zerdetscht werden. Das heißt, es muss den Abstand zu den Nachbarn wahren, gleichzeitig aber müssen sie alle so zusammenstehen, dass die Temperatur für alle, die da stehen, gewährleistet ist. Und dabei muss man noch das Ei wärmen, damit der Nachwuchs auch wirklich gedeihen kann, während die Damen zum Baden gehen. Und jetzt ist innerhalb dieses Pulks eine Menge Bewegung, obwohl sie sich da scheinbar überhaupt nicht bewegen. Bei den eisigen Temperaturen, die da herrschen, minus 70 Grad, und dann dieser eisige Nordwind, dieser kleine Pulk da trotzt. Oh, das ist eine ganz schöne Herausforderung. Und eigentlich zum Schlafen kommt da kein Mensch. Man könnte sagen, zum Schlafen kommt da kein Pinguin. Die passen auf zweierlei auf. Auf das Ei und darauf, dass ihr Gefieder nicht zerdetscht wird. Gleichzeitig aber sorgen sie dafür, dass sie es irgendwie immer warm haben. Innerhalb dieses Pulks herrscht eine angenehme Temperatur von fast über 30 Grad. Ein bisschen warm, ne? Also wenn man sich das so einmal kurz gut gehen lassen, ach Gott, ja, und dann wieder zurück zur Plackerei und wieder zurück nach außen. Jetzt kommen die Äußeren, die wollen nach innen, die Inneren wollen wieder ein bisschen nach außen. Die etwas weiter links stehen, wollen jetzt etwas weiter nach rechts oder wollen ein bisschen weiter in den Ring, also ein bisschen weiter. Und so ist eine ständige Bewegung in diesem Pulk. Zum Schlafen kommt eigentlich keiner. Kein Pinguin. Aber doch, für 2, 3 Minuten herrscht immer mal so abwechselnd für einen einzelnen mal Ruhe, dass man kurz einigen kann. Dass das Pinguin kurz einigen kann. Dann wacht er aber auch wieder auf, weil jetzt raschelt da wieder was. Das heißt, der Nachbar will wieder irgendwas. Dann will er von hinten, wollen nach vorne. Und er muss jetzt ja ein bisschen Platz machen. Jetzt muss er ein bisschen nach hinten und wieder nach hinten und wieder nach hinten. Bis er einmal ganz außen steht. Das hält er ungefähr 2 Minuten durch oder 3 Minuten durch. Dann muss er wieder nach vorne. Um nicht zu erfrieren. Und in all dieser Zeit achtet er darauf, dass das Gefieder nicht zerdetscht. Das Ei heil bleibt. Und damit haben wir von unseren Lebenskünstlern im Frack, im Abendgewand eine Menge gelernt. Wir machen nämlich in unserem Leben genau das Gleiche. Während wir was tun, achten wir darauf, dass unsere Energie stabil bleibt, dass es eine Kristallenergie ist. Das tun wir andauernd, bis wir wieder mal irgendwas tun wollen. Und auch dabei achten wir auf unsere Energie sehr genau, wie der Pinguin auf sein Ei aufpasst. Auch wenn er sich da watschelnd durch die Gegend bewegt, trotz alledem, dass das Ei da auf seinen Füßen, dass dem nichts passiert, ist die erste Pflicht, die er hat. Das ist das Allererste.
und dann kommt das Gefieder. Das ist aber genauso wichtig. Mit einem zerdeschten Gefieder kann sein Federkleid nicht atmen und so weiter. Würde auch der Schutz unter Wasser nicht so funktionieren, wenn er wieder schwimmen kann. Tja. Das ist es eigentlich. Und hier sind wir bei unserer Energie. Kristallklare Energie. Das ist das Ziel, unsere Energie kristallklar zu kriegen. Dabei sind wir Kristallenergie selbst, das ist die reinigende Kraft. Das Licht natürlich, damit das Ganze beschienen wird, damit das Ganze mit was sehen und so weiter. Und damit habe ich noch etwas anderes, was mir heute Morgen noch eingefallen ist. Ich habe das Buch Sorge dich nicht lebe, gibt es ja schon ziemlich lange. Das ist, glaube ich, in den 20er Jahren in den Staaten erschienen. Von Dale Carnegie. Und da gibt es eine Episode, ist eine Reihe von mehreren Geschichten, und da gibt es eine Reihe von einer Erzählung, also mehrere Erzählungen von jemandem, die etwas getan haben, um ihr Leben einfacher zu gestalten. Und eine Geschichte gibt es, die ist wirklich faszinierend. Er hat mehrere Eisenstangen von mehreren Kilo Gewicht hatte er besorgt. Und er stellte einen Trupp zusammen. Die eine Gruppe sollte die Eisenstange tragen, also im Galopp sozusagen, im Dauerlauf sozusagen, und dann aber auch keine Pause machen, immer schnell, 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 bis er dann irgendwann nicht mehr kann. Dann kann er sie ausruhen, aber dann muss er wirklich weiter. Und dann richtig im Galopp, im Schwingsgalopp sozusagen dahin zum Ziel. Das waren so, was weiß ich, vor 30, 40 Kilometer Strecke oder so. Die andere Gruppe trug diese Eisenstange. Also jeder zurück nach seiner Eisenstange, setzte sich ab, machte kurz Pause, circa 2-3 Minuten, stand wieder auf und ging weiter. Und machte sich wieder nach ein paar Minuten, wieder Pause. Und wieder Pause. Trug ein bisschen, Pause. Wieder ein bisschen, Pause. Und nach einer Stunde wurde geguckt, wer ist denn dann weitergekommen. Rat mal. Die ohne Pause gearbeitet haben, nicht. Die immer wieder Pause gemacht haben, die sind weitergekommen. Ob die dann im Dauerlauf, ob die erste Gruppe im Dauerlauf war, glaube ich gar nicht mal, sondern die waren mit der Eisenstange, war das auch ein bisschen schwer. Also ich glaube, die sind gelaufen, 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 ohne Pause. Und sollten dann sehen, wie weit sie jetzt kommen. Und die immer wieder Pause gemacht haben, haben im gleichen Zeitraum ein Drittel der Strecke länger, also haben ein Drittel mehr von der Strecke geschafft. Also wenn man dann kriegt die Sätze nicht mal raus. Aber ich glaube, da hast du verstanden, was ich meine. Ne? Die Strecke der Arbeiter, die immer wieder Pause gemacht haben, war um ein Drittel länger als die keine Pause gemacht haben. Jetzt habe ich es raus. Das heißt, wenn du immer wieder Pause machst am Tag, ganz egal, was du tust, und immer wieder sagst du, ich bin Kristallenergie, ich bin Kristallenergie. Ich bin dabei, meine Kristallenergie, ich bin Kristallenergie, sorgt dafür, dass meine Energie wieder ganz rein wird. Kristallklare Energie ist, die auch in meinem Geist herrscht. Dann wirst du auf lange Sicht weiterkommen. Immerhin bist du jetzt dran. Das war das, was ich euch gestern mühselig mit Herrn Korbes erklärt hatte, obwohl das durchaus richtig ist. Es ging ja um das Zusammenspiel der Menschen. Und das ist genau das Gleiche. Die Menschen nehmen sich nicht die Zeit, sich miteinander auseinanderzusetzen, weil es ihnen schon im wahrsten des Wortes schon annervt, noch wenn sie da überhaupt denken. Oh Gott, nicht das auch noch. Immer mit der Ruhe. Du bist Kristallenergie, du wandelst das jetzt alles um. Kann ja sein, dass du jetzt im Augenblick noch der Kopf ein bisschen brummt oder sowas. Das ist richtig. Du musst alles umgestellt werden. Aber denk mal bitte, was passiert, wenn die Menschenmenge mitbekommt, dass da gewaltige Hindernisse aufgebaut sind. Das sind Wahnsinnsmüllberge. Das sind Wahnsinnsmüllberge. Jeder hat da seinen Kram hingeschmissen. Und was passiert jetzt? Was bauen wir das alles ab? Wenn wir Hindernisse aufstellen. Dann bauen wir die ab. Als 89 die Mauer fiel,
Was haben wir da gemacht? Da haben wir die Mauer abgebaut. Es ist genau dasselbe. Wir bauen das ab. Wir wussten bislang noch nicht, wie wir es am besten abbauen können. Jetzt wissen wir es. Und dabei ist natürlich jeder Einzelne bei sich selbst angekommen, denn du wirst in deinem Leben deine eigenen Hindernisse abbauen müssen. Ganz egal, wie alt du bist. Ganz egal, welche Wegstrecke du zurückgelegt hast. Ich denke, bei einigen wirklich, es ist erstaunlich, wie weit die schon gekommen sind. Oder wie weit sie trotz und alledem gekommen sind. Es ist ein Wunder, dass du überhaupt noch lebst, bei dem, was du da mit dir herumschleppst. Aber jetzt ist Zeit, innezuhalten und erstmal Pause. Immer mit der Ruhe. Lass die Moleküle rasen, lass sie auch zusammenknobeln. Lass das tüfteln, lass das rasen. Heilig halte die Ekstasen. Halte sie einfach nur heilig. Also mit anderen Worten, deinen eigenen Gemütszustand. Halte ihn einfach nur heilig. Mit anderen Worten, unantastbar intakt. Du hast dich hier um deine eigene Energie zu kümmern. Die der anderen nicht. Und wenn du jetzt also ein Hintern voller Termine hast und noch eine Menge zu tun hast, ist okay. Und in der Ruhe liegt die Kraft. Und zwar deshalb, verplempere diese Ruhe nicht. Na, Ruhe und Licht, die Kraft heißt nicht, dass du dann die ganze Zeit über dann nicht sozusagen aus dem Fenster guckst und Maul auf den Fall hältst oder was. Nee, darum geht's nicht. Es heißt, dass du in dieser Zeit weißt, du bist das kristallweiße Licht deines eigenen Daseins. Und in deinem Licht, in deiner Energie, baut sich alles andere um. Gemach, Gemach. Siga, Siga. Immer mit der Ruhe. Aber in dieser Ruhe vergeude sie nicht. Nutze die Zeit. Das heißt, du bist Kristallenergie und das muss in deinem Kopf wirklich da sein. Und dann bist du es auch. Und dann kannst du alles andere viel leichter machen. Und was du heute nicht kannst besorgen, ja, dann verschiebe es halt auf morgen. Wir haben eine künstliche Hektik in unser Leben reingebracht, was völlig uninteressant ist und völlig blödsinnig war. Nach dem Motto, Wilhelm Busch dichtete das schon. Was du heute kannst, oder zwischen heute und morgen, liegt eine lange Frist, lerne schnell besorgen, weil du munter bist. Ja, solange du munter bist, kannst du es ganz schnell tun, aber eben nur solange. In dem Augenblick, wo du das Gefühl hast, du dich überfrachte das alles, ja, dann solltest du Zeit, dann ist Zeit des Abbaus. Deshalb musst du dich ja selber abschaffen, aber du solltest dann den Problemberg reduzieren. Und das tust du in dem Augenblick, wo du deiner Energie überhaupt eine Chance gibst, das zu tun und kein stehendes Gewässer daraus machst. Irgendwo ist da dann dein Sein, aber das ist da, oder ist dann ist die Energie deines Seins, aber die steht da vor sich hin und irgendwie kümmert sich auch keiner drum, weil du vor allen Dingen nicht, und du bist der Einzige, der das könnte, dass du dem immer wieder Frischluft zufächelst und immer wieder frisches Wasser reingießt und immer wieder für eine Bewegung sorgst, dass das ganze Biotop sozusagen in Ordnung hält. Und das ist bei dir genau das Gleiche. Nur bist du kein Biotop, sondern du bist ganz einfach ein lebendiger Mensch, der Sorgen, Probleme, Nöte, Kummer und was weiß ich was alles in sich sofort auflösen würde, noch bevor es an ihn heranreicht. Das erreicht einen ja gar nicht mehr. Das interessiert auch nicht mehr. Wird schon gehen. Das baut sich schon um. Das Leben ist lebendig. Das Leben ist lebendig. Und du kannst es vielleicht, wenn du mir das immer noch nicht so wirklich glaubst, dann überleg mal, was mit einem Stern passiert. Weißt du, einem Stern ist es eigentlich relativ egal, ob da am Nachthimmel Millionen Sterne stehen oder er ist der Einzige. Das ist eigentlich ziemlich wurscht. Der Stern ist einfach ein so helles Licht. Es strahlt ganz einfach. Und wenn jetzt sehr, sehr viele Sterne leuchten, dann ist das ein unbeschreiblich schöner Anblick. Und wir alle sind daran beteiligt, weil wir alle ein Teil davon sind. Und ohne uns
also ohne dich selbst, würde in diesem ganzen Nachthimmel etwas fehlen. Da würdest du es würde einfach fehlen. Du sagst, das fällt nicht auf. Naja, also dem Stern selbst würde es auffallen, wenn er selbst fehlt. Und ob alle anderen das wahrnehmen würden oder nicht, ist in diesem Fall völlig uninteressant. Es ist okay. Und es tut auch nicht mehr weh. Es ist Sonnenzeit. Es ist unbeschwert und sehr leicht. Wir sind frei. Denn dein eigenes Licht löst all die Probleme hier locker auf. Und wer immer, du fehlst garantiert nicht. Und in deinem Leben wärst du auch wirklich, es wäre auch in deinem Leben blöd, wenn du fehlen würdest, weil du bist nämlich der Einzige, der da sein könnte. Du bist nur für dich da, vergiss das nicht. Du kannst mit allen anderen Aktionen, die alle anderen betreffen, kannst du dich irgendwo einbringen, aber bitte mit einem gewissen Abstand, so wie ein Pinguin auf sein Gefieder aufpasst. Der passt auf sein Ei auf, das ist das Wichtigste, aber eben auch auf sein Gefieder. Denn er braucht es ja noch. Es darf nicht eingedetscht werden. So ein Pinguin-Gefieder, habe ich einmal gehört, ich war ganz fasziniert, das darf nicht eingedrückt werden. Sonst könnte er, das geht nicht. Es darf nicht so, wenn die stehen ja im Pult da, die Kaiserpinguine da am Nordpol, die stehen da ziemlich dicht gedrängt. So dicht gedrängt aber, dass die ein Federkleid zerquetscht werden, stehen die auch nicht. Die haben immer so 2-3 Zentimeter Platz neben sich, links und rechts. Und da ist also bei diesen minus 70 Grad oder minus 80 Grad, was sind das da für Temperaturen, sind die da immer in Bewegung. Und in diesem Pulk herrscht eine gemütliche Temperatur von ungefähr, ach Gott, 28, 30 Grad oder so, das ist so ganz schön heiß da. Selbst so heiß, dass es den Pinguinen nach einer Zeit zu viel wird, dann müssen wir dann noch draußen. Aber eigentlich ist das eine ganz, ganz geniale Sache. Das Einzige, was sie wahrscheinlich nach einer Zeit haben werden, ist Hunger. In der Zwischenzeit essen sie ja nichts. Naja, wenn irgendwann kommen die Damen ja dann auch vom Schwimmen zurück und dann haben sie ja auch die Bäuche recht voll. Aber dann müssen die, aber wenn die dann zu ihrem Ei zurück, also wenn sie ja zum Mann und Ei wieder zurückgehen, es ist also ganz spannend, was da mit den Pinguinen passiert. Da gibt es ganz tolle Berichte drüber und ich denke, das kann ich nicht so gut wiedergeben, wie es da eigentlich wirklich ist. Aber diese Geschichte mit den Pinguinen und dem Ei, das ist wirklich für dich wichtig. Denke daran, du hast dich. Als das Kostbarste. Das ist dein eigenes Ich. Das ist eingehüllt in deinem Kokon. Und da darf auch nichts ran. Weil von dir die zentrale Kraft ausgeht, die dein ganzes Leben beherrscht. Und darum sind dann die Geschichten der anderen auch überhaupt nicht interessant. Das soll doch interessant sein, was die da zu erzählen haben. Erhellt ist dein Licht, was die anderen dir da zu erzählen glauben oder was die dann zu wissen glauben. Ist das für dich wichtig? Nein. Was sie zu erzählen haben, wird dein Licht dadurch heller, wenn du das hörst? Nein. Warum hörst du denn dahin? Es geht um eine Distanz. Eine immer größere Distanz zu gewinnen. Oh, die gewinnst du. Bestimmt. Weil wir irgendwann sehen, dass uns diese ganze Massenhysterie nicht das Geringste bringt. Es verdunkelt nur unser eigenes Licht und es setzt uns auch in eine gewisse blöde Situation. Warum soll ich denn da überhaupt noch gut finden? Also warum stehe ich überhaupt in der Nähe? Warum nicht? Wenn ich immer wieder darauf achte, dass mich nicht zu sehr etwas anrührt, dann kann mein Licht ja wieder hell werden. Seht ihr, das ist das, was im Gottesdienst, meine ich, immer so schief gegangen ist. Ob du das auch so sehen willst oder nicht, ja, das ist der, spätestens wenn du dir überlegst, was es so mit den Sternen da auf sich hat am Nachthimmel, dann kommst du zu diesem Schluss. Es geht um deine eigene innere Kernfusion, wenn du so willst. Deine Gedanken können dein Licht immer heller und heller leuchten lassen. Ja, wozu soll das gut sein? Ja, damit deine Energie wieder klar wird. Damit du wieder Kristallenergie bist, damit wieder alles sich in eine
damit dieser Traffic Jam sich da auflöst. Ein Traffic Jam kommt immer dann zustande, wenn es eine Massenkaramellage, also nicht Massenkaramellage, ganz sondern noch nicht, aber wenn alle sich gegenseitig blockieren. Ein Verkehr löst sich immer dann auf, wenn jemand kommt und dann das Ganze da mal regelt und sagt, so, jetzt kommen die einen, können da langfahren, die anderen bleiben dann bitte zusammen stehen und nicht alle fahren da gleichzeitig los. Immer schön, damit das Ganze geregelt wird. Immer schön als Mann. Tja. So könnte unser Leben auch laufen. Wenn jeder nur auf sein eigenes Licht achten wollte. Auf seine eigene Energie. Und ich mittlerweile nehme ich meine Energie sehr genau wahr. Ich krieg das ganz genau mit. Und dann warte ich eben ein paar Minuten, bis sich das da alles aufgelöst hat und dann kann ich weitergehen. Ja, das ist das, was es dazu zu sagen gibt. Das ist das Einzige. Aber das solltest du dann auch wirklich tun. Wenn du an dir selbst Interesse hast. Ja, das war's schon. Weißt du, manchmal dann, also ehrlich gesagt, ganz früher, als ich überhaupt nicht wusste, was ich aus mir machen sollte, als ich gar keinen Plan hatte, was mit meinem Leben überhaupt ist, da träumte man natürlich von einem Fanclub und dann hatte man natürlich die Star-Allüren, was weiß ich, was man da so hatte. Und jetzt träume ich eigentlich von einem, also von Stickern. So riesengroße Button, so, ich bin ein Fan von mir. Ich bin ein Fan von mir. Klammern in Windschrift und drunter, Dagmar kann, mache ich auch. Aber ich bin ein Fan von mir. Das wünsche ich mir. Also eigentlich träume ich wirklich davon. Und wenn ich ein bisschen Geld über hatte, würde ich jetzt, was weiß ich, was 20.000 Sticker oder sowas beordern, wo mit der Aufschrift, ich bin ein Fan von mir, und die überall verteilen. Ich bin ein Fan von mir selbst. Ich bin ein Fan von meinem Licht. Ich bin ein Fan von meiner Kristallenergie. So einen Sticker wünsche ich mir. Und ich wünschte mir, in einem Land zu leben, wo alle so einen Sticker haben. Irgendwie. Ich liebe mich. Ich finde mich einfach großartig. Vorsicht, nicht zu nahe kommen. Ich liebe mich zu sehr, als dass ich es dir gestatten würde, dass du mir noch ansatzweise zu nahe kommst. Mit irgendwelchen Allüren. In so einem Land möchte ich gerne leben. Und dann tun natürlich alle, also eigentlich macht ihr dann genau das gleiche wie vorher. Nur diesmal wisst ihr, hey, klasse, meine Energie befähigt mich ja auch dazu. Und ich kann es. Ja. Das ist eure Sache. Und ich kann es. Auf einmal ist dein Job eine ganz andere. Und die Pflegepersonal, wenn du Krankenschwester sein solltest, das ist schon richtig, der Philosoph, das ist Krankenschwester, nicht Krankenpfleger. Schwester heißt ganz einfach auch ein Mann. Sorry dafür, das ist nun mal so. Eine Krankenschwester ist ganz einfach ein Mensch, der einem Menschen erstmal beisteht. Das ist alles. Das ist eine eine etwas fürsorglichere Geschichte. Und eine Krankenschwester sollte eines wissen. Der Patient, der braucht Zeit für sich selbst. Dabei kann sie ihm beistehen. Sie kann auch sagen, so, jetzt komm erstmal zur Ruhe. Wenn er Tabletten braucht, gib ihm halt eine Tablette, wenn er sich selber kann. Aber dann sage ihm auch, und jetzt nimm dir sehr viel Zeit für dich selbst. Du bist gerade dabei, alles wieder umzuändern. Alles okay. Alles okay. Das auf diese Art und Weise kann Mitgefühl funktionieren. Aber dann geht sie auch wieder. Siehst du? Hilfestellung, wenn jemand krank ist, Hilfe braucht, um sie umzuwenden im Bett und so etwas, wenn jemand sehr, sehr krank ist, das ist genau sowas. Dann ist der Mensch einfach zu erschöpft. Der gehört dann zu den Liga, die Eisenstange praktisch einen Dauerlauf getragen haben, ohne Pause. Ja, wie soll sich denn dann die Energie, wie soll sich denn erholen? Stell dir mal bitte vor, wir müssen leben, ohne zu schlafen. Das so Experiment hat man gemacht. Wenn Teilnehmer nach 3 oder 4 Tagen keinen Schlaf bekommen haben, haben die Halluzination gehabt und dachten, Spinnen werden überall und was weiß ich was alles. Wenn Menschen nicht schlafen können, ist das eine Katastrophe. Weil sie nicht loslassen können, weil es sich in ihnen nicht abbaut. Der Stress, den viele Menschen vor sich hertragen, wird in ihnen so groß, dass es sich nicht abbaut. Darum ist der Ruf, ich bin Kristallenergie, so wichtig. Ich bin Kristallenergie, ich bin Kristallenergie. Alles, was ich hier habe, baut sich in mir wieder ab.
damit der Stress nicht überhand nimmt. Und das solltest du deinem kranken Patienten, wenn du welche hast oder zufällig in der Hauspflege bist oder so etwas oder deine Angehörigen pflegst oder so, unbedingt sagen. Hör mal, Mütterchen, ich glaub's dir, aber bitte erinnere dich mal bitte daran, dass der ganze Ärger nur deshalb zustande gekommen ist, weil keiner von uns wusste, dass jeder Mensch Kristallenergie ist. Wir das jetzt aber wissen können. Das ist nicht die Schuld deines Patienten, das ist die Schuld deiner Angehörigen, dass sie es nicht wussten, das ist nicht deine Schuld, das ist die Schuld von allen anderen. Wir alle wussten es nicht. Nur jetzt kommt die Zeit, wo wir es wissen werden. Es sei denn, einige sagen immer noch, nein, 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 alles esoterisches Quake und so weiter. Aber ich will dir mal was sagen, ob alle anderen das für esoterisch halten oder nicht. Es geht doch für dich darum, was ist mit deinem eigenen Leben. Darf ich dich an deine erste Pflicht erinnern? Die erste Pflicht, die ein Mensch hat, ist, für sich selber so zu sorgen, dass seine Energie frei fließen kann. Wie sonst solltest du ein Gewinn für irgendeine menschliche Gemeinschaft werden? Ja, aber ich glaube doch an Gott. Ja und? Das ist die Wirksamkeit Gottes. Das ist die klügste und an aller pfiffigste Regelung, die ein Mensch je finden kann. Ganz egal, wo du jetzt, in welcher Liga du dich dazu gehörig fühlst. Welche Gottheit das auch immer ist, welche Religion das auch immer ist, wenn ein Mensch nicht frei ist darin, dann werden sie sich ständig nur belasten. Die werden sich ständig nur auf die Füße drehen. Natürlich, keiner hat gelernt, die Probleme in sich selber aufzulösen. Sie warten nur darauf, dass von Gott das tut. Und dann kann das ja nicht funktionieren. Die Wissenschaft wartet darauf, dass irgendjemand ein ganz tolles Medikament erfindet. Und die Astrophysik wartet darauf, dass irgendein ganz toller Physiker kommt. So ähnlich wie bei Professor Hawking, der ihnen dann die Welt erklärt. Das Problem war nur, dass Professor Hawking uns die Welt nicht erklären konnte, weil er es selber nicht wusste, denn sonst wäre er ja aus seinem Rollstuhl rausgekommen. Und Jesus Christus konnte die Welt auch nicht erklären, jedenfalls so, dass sie es verstanden haben. Sonst wäre er ja nicht im Kreuz geendet. Also, solltest du ein katholisch-gläubiger Mensch sein, ich mache dir doch deinen Glauben an Gott nicht kaputt. Das Einzige, was ich dir sage, ist, hör endlich auf und nimm dein Kreuz da und nimm dein Jesus da vom Kreuz. Der hat echt keinen Bock mehr, darum zu hängen. Das ist sogar nötig. Wenn du das alles in der Kristallenergie bringst und alles in der Kristallenergie wandelst, dann hast du es doch. Dann bauen sich deine Probleme ja ab. Glaub mir, ich würde was darum geben, wenn ich das vor 30 Jahren schon gewusst hätte. Und jetzt würde ich, also jetzt hätte ich gerne, also jetzt kommen wir nochmal zu Faust. Also wenn ich ehrlich sein soll, jetzt wünsche ich mir einen kleinen Mephisto, der mir dann sagt, okay, komm, pass auf, wir erlassen dir jetzt 30 Jahre und ich fange mein Leben nochmal an. Diesmal aber mit dem Wissen, dass in meiner Energie, in meiner eigenen Energie, in meiner Kristallenergie, die von mir ausgeht, die aus meinem Kopf heraus geboren wird, sich die Probleme bereits auflösen, bevor sie überhaupt begonnen haben. Einfach deshalb, weil sie sich andauernd umbauen. Und jetzt sagt mir mal eins. Kann es ein göttlicheres und ein himmlischeres und ein besseres System geben? Wie könnte es denn besser funktionieren? Sag mir das mal. Einige sind ja nicht voll in den Kommentaren und einige schreiben mir auch ziemlich gehässige Kommentare und sowas. Kann ich die bitten, schreibt mir mal, wie eure Lösung aussieht. Also ich meine das mit dem esoterischen Geschwurbel und dass du hast ja eine Klatsche und du gehörst oder nimm deine Pillen oder du gehörst ja echt eingesperrt oder du gehörst in eine Klapsmühle. Denn diese Kommentare hatten wir schon. Aber könntest du mir bitte sagen, warum? Sei so nett. Erklär mir deine Welt. Nee, halt, falsch, halt, stopp, alles zurück. Nee, nicht, erklär mir deine Welt. Erkläre dir deine Welt. Erklär sie dir ganz einfach. Erzähl dir einfach, warum es falsch ist. Sag's mir. Sag's dir. Mir brauchst du es ja nicht zu erzählen. Sag's dir, bitte. Gut. Dann warten wir mal gespannt auf deine Antwort, die du dir selbst gibst. Und alle anderen, würde ich mal sagen, Abmarsch. Wir sind wirklich Kristallenergie. Und wenn du jetzt im Augenblick noch ein bisschen geplättet bist und jetzt echt, du kannst gar nicht aufstehen, du. Ne? Ja, okay, dann lass dir Zeit. Du hast eine Ewigkeit Zeit, das riechst du dich hier auf. Alles okay. Cool bleiben, Baby. Aber achte darauf, dass du dein Gefieder schützt.
Und du solltest es auch putzen. So schnell. So, also wie? So. Ich weiß nicht, wie die Pinguine das regeln nicht, die putzen sich nicht wirklich, ich weiß nicht, wie die das machen, aber auf jeden Fall, wenn du wissen willst, wie oft du das mit der Kristallenergie machen solltest, so häufig wie ein Vogel sein Gefieder putzt. Und du hast bestimmt schon mal einen Vogel auf dem Baum gesehen, und der ist dabei, sein Gefieder zu putzen. Wir haben diese verdammte Unart noch, dass die Vögel in Käfige sperren. Also dass sie da so ein. Na gut, ich kann es einer alten Dame, die da eine Kanarienvogel hat und das ist ihre einzige Freude, ich kann es ihr nicht ganz verdenken, dass sie da einen Vogel hat oder sowas. Aber sie wird schon beobachtet haben, auch der kleine Wellensittich oder was. Die sind andauernd dabei, sich zu putzen. Und genauso häufig, wie ein Vogel sein Gefieder putzt, die Katze ihr Fell schlägt. Putze deine Energie. Genauso häufig. Ein Vogel tut eigentlich nichts anderes. Der frisst und putzt sich. Und zieht dann nicht mehr noch seine Gehirn auf. Aber das sind alle ganz schön beschäftigt da, ne? Alle ganz schön busy, was? Ja. Nur wir sitzen da wie eine Drohne und denken, wir haben nichts zu tun. Also ja mal, ja. Oder müssen uns dann mit dem Quatsch von da im Fernsehen angucken oder müssen uns da erregern an irgendwelchen Diskussionen da beteiligen. Die ganze Welt ist in einem einzigen, ist die ganze Welt ist ziemlich beschäftigt. Wir sind alle wahnsinnig beschäftigt. Die ganze Welt, der ganze Kosmos ist busy. Nur wir haben es nicht nötig. Wir glauben, das geht auch so. Wir glauben, dass wir allen eins ist mit irgendwelchen Debattierclubs, dass wir irgendjemanden mit beeindrucken. Das glauben wir wirklich. Man hält es nicht für möglich. Nein, und das ist das Problem. Es ist auch nicht möglich. Das ist der Grund, warum wir früher oder später immer in ein Schild kommen, Durchfahrt verboten. Oder sagen wir mal so, die Durchfahrt ist einfach nicht möglich. Alles verbaut. Gott, dann. Bauen wir sie eben wieder ab. Bauen wir die Hindernisse eben wieder ab. Gut, dann danke ich dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir viel Freude in deinem Leben. Und ehrlich gesagt, einige sagen, ich höre dir gerne zu. Ehrlich gesagt wünsche ich mir, seitdem ich einige deiner Videos gesehen habe, höre ich mir selbst gerne zu. Ich finde das einfach klasse. Ich höre mir selbst gerne zu. Und ich bin, seitdem bei mir so ein bisschen der Groschen da gefallen ist, ich bin der größte Fan von mir. Ich finde mich klasse. Ach Also so eine Entwicklung wünsche ich mir irgendwie. Und ich glaube, wir kriegen die auch. Weil letztendlich ist doch alles, was du tust, doch nur deshalb. Du hast doch nur alles, was du getan, weil du selbst für dich wieder die Anerkennung, den Applaus, du willst dich doch wirklich auch wieder gut fühlen. Ja, eben. Ach, du wirst es schaffen, bestimmt. Du bist dir selbst die größte Freude. Glaub es dir. Glaub es dir wirklich, du bist dir selbst die größte Freude. Ich habe nichts davon, in einem Leben zu leben, in dem jeder einander bekriegt. Das wirklich nicht. Das kann ich eigentlich gebrauchen. Und du wahrscheinlich auch nicht. Wir haben es alle gründlich satt, glaube ich. Also dann will ich auch sagen, komm. Sei dein größter Fan. Sei dein allergrößter Fan. Und du wirst viel Freude in deinem Leben haben. Denn weißt du, jemand, der von sich selbst der größte Fan ist, wird anderen nicht ausrauben oder ähnliches. Jetzt nicht mehr. Die ganzen Fiesigkeiten, die unterbleiben jetzt. Warum sollten wir uns das auch antun? Ich danke dir fürs Zuhören. Alles Gute.